deutsche Fütter hat mal wieder nichts gemerkt. Herausragend und kritisch, endlich einer, der sich traut. Man darf und muss doch sagen, was sagen muss. Dasselbe Spiel wie immer, ein Tabubruch, der keiner ist. Dass Deutschland U-Boote an Israel liefert, das wissen wir. Dass diese U-Boote mit Nuklearwaffen bestückt werden, das haben wir geahnt. Möllemann, Aufstein, Günther Grass und Martin Walser. Das böse Spiel. Immer die gleiche Strategie. Immer das gleiche Ziel. Vergangenheitsbewältigung. Die gute Miene. Das böse Spiel. Möllemann, Günther Grass, und was ich echt schlimm finde daran, sind zwei Sachen. Erstens sozusagen die unausgesprochene Verbindung mit der deutsch-jüdischen Geschichte, mit dem Holocaust. Als würden wir irgendwas besser machen, wenn wir denen da jetzt helfen, Atomwaffen abzuschießen. Das finde ich richtig schlimm. Oder? Ich dachte, sie hätten da was, aber ja, da kommt offensichtlich immer nur dasselbe. Wieder nichts gemerkt.